Was hat das jetzt eigentlich mit dem Video zu tun? Essen geht immer. Lul. Ich bin leicht verstört, ganz ehrlich. The Pancakes Official Game Show. Es soll anscheinend ein bisschen Horror-Elemente haben, was ich so gelesen habe. Allein das ist schon so verstörend, vor allem wie der rechts da hochschaut und winkt. Bah! Ob da die Smileys wieder herkommen? Oh Gott, bei dem gleichen Genie, der was... der Blablabla gemacht hat und andere gute Spiele. Pancakes Official Game Show, WTF! Oh nein, Glutenenhält! Oh nein! Hab Spaß! Hello, Grandpa. Are you happy to see me? No! You're mean. Oh, come on, don't cry. I'm just kidding. Would you like to hear a story? Okay. The story is about Bob. Bob likes to shake his arms and eat food. But one day, something unexpected will change his life forever. A day like any other. Oh my god, this is terrible news. Flowers are very dangerous. Better to turn off the TV and go to eat. Was? Boah, was spiele ich eigentlich? Mit dieser Musik noch? Boah, lass mir mal... Kann ich hier irgendwas aufmachen? Nein, natürlich nicht. Food Generator sollte jeder in seinem Haushalt haben. So, Food. The Multivitamin Food Box. My favorite. Wow, eine Multivitamin Food Box, die natürlich nicht künstlich ist. In keiner Art und Weise. The TV turned on by itself. Was? Wait, do you want a million pancakes? Oh my god, this is a sign of destiny. I absolutely must call it. Hey, eine Million Pfannkuchen. Condominium. I'm too lazy to buy a personal phone. Warte, man macht die Fernseher gar nicht ausmachen. Aber eine Million Pfannkuchen. Wow, da wackelt einer auch schon sehr begeistert mit den Armen. Ist das Bob? Hi. A banana exploded in the elevator. I told my wife not to buy it, and that's the result. What do I do now that that doesn't work? In this condominium, there are no stairs. I suggest you throw yourself out of the window. It's a painless, easy method. Thanks, I'll try. Also, der hatte eine Banane ist im Aufzug explodiert und deswegen geht der Aufzug nicht. Eine Banane explodiert. Okay, dann schmeißen wir es halt aus dem Fenster. Mein Gott, was soll schon großartig passieren? Wow, das hat funktioniert. Bist du okay? Ja. Bist du okay? Wow, das ist echt ein bisschen verstörend, das Spiel. Red, red. Red. Ja, ich mag Bäume. Wow, wo lang? Boah, ist da viel los am Supermarkt. Kann ich da einfach an der Schlange vorbeigehen? Oh man, are you serious? There are too many people here. Spring halt durch Fenster. Clear the area. I don't want to grow old while I wait. Na, ich will jetzt da keine Banane hinschmeißen. Nachdem ich jetzt weiß, dass es einen Aufzug zerstört, bin ich ein bisschen vorsichtiger. Boah, die Musik, weil... ja, das ist... ja. Die Geräuschkulisse zumindest. Ja, ich mach nichts Besonderes. Das sehe ich. I saw that you need help. Bring me a coin, you can find them in the fountain. After I get paid, I will clean up the problem. Mir gefällt nicht, was der vorhat. Aber dann sammeln wir mal... Warum ist einfach mit der da drin? Oh. Haben die schon immer so komisch geschaut? Ich hab gedacht, wir hätten vorher ein bisschen gelächelt. Hi. Ich ertrinke. Hilf mir. Du ertrinkst überhaupt nicht. Lass mir mal eine Münze holen. Halt. Da, wir haben die Coin für Robert. Wow, dieses Spiel ist echt komisch. Das ist echt komisch, ich weiß nicht. Thanks for the money. He should arrive soon. Wer ist he? There he is. Look in the sky. Hä? Nein, ist das dein Ernst? Now the telephones are all free. Thanks, man. You've been helpful. Was spiele ich hier? Wow. Es ist anders, als ich dachte. Pff, weil ruft jemand an und dann bam, bam, bam und alles frei. Gone. Now I can call. Yeah. Hello. Hi, I want to have a million pancakes. Well, I'll sign you up for the game show. Which game show? I just want pancakes. Pancakes are the prize for whoever wins the game. Did you think I gave them for free? Yes? Yeah. So, will you participate, yes or no? I don't know. What's wrong? I have a doubt. What is the doubt you have? Do you put maple syrup on the winner's pancakes? Yes, but why? I have always loved maple syrup. Does this mean you will participate? Yes. You finally decided. The show starts in a week. Okay, schön. But where's the place of the show? Don't worry about this. We will kidnap you when you sleep. Oh, super! You mean Carrie?
Carrie. Okay, it sounds better. Bye. 1 week later. Das ist so komisch. Why is everything so dark? Weil wir entführt wurden. Oh yeah, I have been carrying when I sleep for the game show. Luckily, I always have a flashlight in my pocket. I don't remember how to turn it on. Oh yeah, now I remember. I have to press the F. Ich werde gleich erschrecken. Ah, dude, ich muss es. Also nicht erschrecken. In the dark. I'm part of the game show staff. I'm here to wake you up. You're the only competitor who is not ready. Why is it so dark? It's to create a suggestive atmosphere. And also because electricity has a cost. Wow. There's no more time now. Go to the TV studio. Also wenn ich das Licht bei mir anmache und da steht so einer und wappelt da rum mit seinen Armen mit so einem Blick, da bist du wach. Kommst du mit? Du zwei... Ja, da steht's auch. Staff. Jesus. Das ist echt ein weirdes Spiel. Das ist weird. Was ist TV Studio? Kann ich einfach... Kollege? Testest du die Tür? Ob die dich zermatscht? Ich fühle Schmerz. Ja, das hat sowas an sich, wenn die Tür immer wieder auf dich donnert. Wow, der ist echt schlau. Aber das war bestimmt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Wow, überall wirst du überwacht. Big Brother is watching you. Ja, alle sind schon bereit. Und die wackeln halt immer mit den Armen rum. Wow. Kurz mal ein kleines Päuschen. Boah, das hab ich jetzt gebraucht. Puh. Ich hab so das Gefühl... Okay, nee, das sind nur die Zuschauer. Finally, the last contestant woke up. Yeah. Now that all the participants are ready, we can start the game show. Well, last competitor, open the door in front of you. Before entering, I want to ask a question. There's no time. The show must go on. Only a small question, I promise. Okay, but hurry up. Was mache ich hier? Breakfast in this place. When I wake up, I always do. No. Sad. Kann ich einfach abhauen? Nein, natürlich nicht. Unsichtbare Wand. Ja, wollen wir mal dieses Spiel spielen. Ladies and gentlemen, welcome to the first original game show of all time. 200 participants and only one big prize. 1 million pancakes. This is the Pancakes Original Game Show. Let's get fat. The show begins after the message from our sponsor. Oh, it reminds me so much of that video I saw yesterday, where there was a dancing potato dressed as the cowboy. Johnson, you're live. Oh, oops. I'm on the air? Fuck. Okay, ich weiß, ich mag das Spiel. Ja, start. Well, the game show begins. Now the competitors are all in different rooms. Ja. With a camera on their head. So we can observe in real time what they do. Mit den Armen rumwackeln. Have to overcome many different games. It will be tiring for them, but fun for us who watch them. Enjoy the show, my dear audience. The Detonator. Willst du nicht sagen, ich muss alle Spiele dann spielen? Ja, schön, dass du mich beobachtest. Ich bin im Fernsehen. Ja. Wah! Welcome, dear competitors, to the first game. A huge nuclear detonator is in the center of the room. You have 60 seconds before a mechanical arm activates it. To stop it, you have to answer a simple question. Once you find the answer, you must press the right button. Alles klar. I suggest you run. Aber ich darf wahrscheinlich nur... Is 1 plus 1 ist 2. What? The timer starts. In three, ich kann wahrscheinlich nur auf dem Roten rennen. Go. Ja. Wow, okay, also du kannst auch nicht falsch rennen oder so. Ja, 1 plus 1 ist 2. Wrong answer. Hä? 1 plus 1 ist doch 2. Willst du mich verarschen? Bestimmt wieder so eine blöde Antwort dann. 1 plus 1 ist Fisch. Right answer. You have been admitted to the next game. Toll. Jetzt kann ich hier rausrummen, weil das ist echt ein komisches Spiel. Was ist das nächste Spiel? Our valiant participants showed a lot of intelligence during the first game. Now let's see how they're doing with a game of agility. But first, a short message from our sponsor. Alles klar. Hello everyone. Before, I didn't know I was on the air. Now, if the technical staff puts the picture of my product on the screen, I can sponsor it.
Don't disturb. Ja, das kriegen sie nicht hin. Are you serious, dude? I need that image now. If I really have to, I'll put the picture. Mountains? That's not the correct image. Is this the right one? This is my face. Change the image. This? No, this is your face. Please hurry up. The time for the commercial break is running out. Okay. I put a series of images. Stop me when you find the right one. Okay. Jetzt ist dann eh gleich die Werbung aus. Stop. It isn't in any of these images. Why don't you tell us the name of the product without the picture? All right then. Even if with the image it is better. Dear audience, before my time runs out, I want to sponsor my product. It's called... Thank you, ah, ich wusste es. For your unforgettable... Niemand weiß jetzt, was man sich eigentlich kaufen sollte. Time is over, but we will connect with you later. Now, the game. Sacrificial Tower. Welcome to the second game, the Sacrificial Tower. You are at the top of a tower, and to continue, you will have to sacrifice the red person. Okay. Red as lava. Das ist einfach. In this way, the lava will decrease. There are other people ready to hinder your goal. Ja. Push them in the lava mercilessly. There will also be dangerous traps. Welche Traps? Good luck. Also ich schub's jetzt einfach um. Und da! Und... Ja, wo sind die dangerous traps? Push him! Wow. So einfach. Da, die auch. Ah, sind da viele. Weg. Ah. Weg. Oh, da ist eine Trap zum Beispiel. Oh, ich könnte in die Lava fallen. Oh. Was gar nicht passieren wird. Warte, ich brauche den roten Typi. Ah, wow. Es ist eigentlich sehr, sehr weirdes Spiel. Wow, wie schaust du mich an? Ja, ich stampfe über euch drüber. Weil ich es kann. Oh no. Nein! It's a trap! It's a trap! Nein! Okay! Ich habe gerade Indiana Jones Vibes gehabt. Kann ich einfach hier runterspringen? Ja. Spare ich mal ein bisschen Weg. Ah! Ich glaube, der hat den einen Typen nicht runtergeschmissen oder was? Oder versteckt er sich hier? Ah, natürlich, hier versteckst du dich, Kollege. Zack! Wir haben es, glaube ich, bald geschafft. So, über euch drüber rennen. Weil keiner braucht euch. Bisschen aufpassen musst du schon hier. Wow, wow. Okay. Dich braucht Connor. Dich braucht auch Connor. Dich schon gleich dreimal nett. Und du bist der Auslöser für alles. Wow. Im Endeffekt ist es wurscht, wenn ich jetzt gebrutzt. Ja. Ist es wurscht, wenn ich gebrutzelt werde, weil ich kann dann einfach ganz schön runter. Ganz schön sogar. Da. Einmal. Kann ich nicht theoretisch. Es könnte gefährlich sein, was ich hier vorhab. Nö. Ha! Passiert mir gar nichts. Alter! Och. Chibi Jesus. Okay. Einmal. Zweimal. Okay. Rack! Oh, du wirst mich verarschen. Yeah! Und du auch. Einmal kurz backtracken. Dankeschön. Es ist super easy. Ach du Himmel. Ach du Himmel. Okay, das wird jetzt ein bisschen tricky. Außer ihr kennt von hier oben irgendwie rund. Okay, warte mal, es könnte klappen, warte, es könnte klappen. Es könnte klappen! Ha! Das well, viel einfacher. That was the last person to sacrifice. Now you can continue the game show. Das war jetzt blöd. I know. Ha! Perfect. Ich würde sagen, lass es jetzt mal gut sein. Also wir schauen uns das auf jeden Fall nochmal an. Das macht echt einen interessanten Eindruck. Und ich bin mal gespannt, wann so die Horrorelemente kommen. Bisher war es ein bisschen verstörend wegen den Typis. Aber vielleicht wird es auch mal wieder ein bisschen mehr in Richtung Horror gehen. Damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.